Hallihallo, der Jerome ist nicht da. Sind ich wirklich nicht da? Da gehe ich dann mal kontrollieren. Ob YouTube. Ja, hier ist mein Foto. Wie ist mein Ton? Ja, hey, an wen as den echten Hai am Videochat? Richtig, de Liam, Superstar Liam as nicht du, moje Liam. Heierst du mich, geseist du mich, merci für de Besuch, klappt den Ton. Meine Mannschaft Kamera molun. 1, 2, 3. Tata. Heißen. Den Ton klappt, schreibt der Liam. Lilia, ist du, moja Lilia. Ella. Haut sie mal der 14. Juli. Ja. Was für ein Tag ist das? 14. Juli. Wie weißt du das? Ja, lo müsste mich aber gesehen, Liam. An den Alexander hast du. Moin, Alexander. Du Boss. Ah! Menge Stadt. Wo ich 4 Jahre studiert habe. An der Liam Fred. Alexandre, aus der Kiew. Ich geh geckisch. Meinst du den Text mal wäsch? Der sieht einfach zu stark. 10 Sekunden. Zack, zack. Ja, haut aus der 14. Juli an der 14. Juli aus Nationalfeiertag Frankreich. Tja, da tut es dann nicht gut. Recherchiert? Schon nimmer darunter gedürt, sonst ginge mal haut über Frankreich ein bisschen schwätzen. Me, stürcht, hei. Komm mal vor, mal ein Kehr ob Kiew. Ja. Da das ein Foto von Kiew. Wir sind also haut zu Kiew. An den Alexandre, hier kennt die Stadt gut. Moin Aschid. Alexandre, was gesagt du hei? Wie hieß die Brick? Wen hast dat du? Wie hieß die Fluss? An hei? Am Hintergrund aus der Kiew. Wow, an unseren Top-Mega-Superstar Katja hast du direkt zusammen mit dem Giselle. Die ganze Kibbe ist komplett. Vielmals merci, dass ihr mich nicht vergessen habt. Maja. Hey, Olga! Olga, wie geht es? Merci, dass du nicht vergisst, es mal ein gucken zu kommen. Ja, Alexandre, willst du es dann eigentlich lieber Kiew zählen? Dann gehe ich an die Wikipedia gucken. Ja? Wie geht das schon mal? Da gehe ich raus. So. Voilà, Kiew. Kiew ist die Hauptstadt von der Ukraine. Und auch vom Oblast Kiew, die größte Stadt von der Ukraine. Ja, das Ukraine hat doch einen Artikel. Wie Belsch? Von der Belsch? Ah, los schreibt den Alexander etwas. Gehen wir ein Bild gucken.
Das ist der Fluss Dnipro. Der Kerl heißt Wladimir. Den Herr. Der Kerl ist ein bisschen witzig. Den hört Staat Russ christianisiert. Ah. Also so wie Eise Willi braucht. So ein bisschen an der selbsten Situation. Merci für die Blumen, Olga. Dann gehen wir zurück. Oh, Sarah, Asorto, moje Sarah. Kennst du die Stadt, Sarah? Katja, warst du schon ein Kind zu Kiew? Ja. Moje Jerome. Ah, das ist richtig. So. Bon, also, den exakten Namen von der Stadt ist Kijiv? Knie? Nee, Steitchen, ein letztebäuerischer gelefischer Name hat russische Originen Kniew. Die Altstadt liegt auf den Hiveln über dem Fluss Dnepr. Dnepr. Richtig, Alexandre. Woher weißt du das? An no longer listless als Ochai. Katja war noch nie zu Kiew. Alexandre, du musst Katja invitieren. Die Altstadt liegt auf den Hiveln über dem Fluss. An die neue Stadtdeler findet ein Hautestas auf beiden Uferner vom Fluss. Uferner heißt die Dökote der Two Borders. Kiew zählt rund 2,7 Millionen Einwohner. Mit seiner Agglomeration zusammen ganzer 3.015.100 Einwohner. Stand 1. Januar 2005. Und hier kriegen wir eine Information vom Alexander. Die Brücke ist eine Fußbrücke von der linken Seite auf die rechte Seite. Also nicht mit dem Auto, nicht mit dem Fuß. Okay. Wegen ihrer geschichtlichen und kulturellen Rolle geht sie als Mam von allen ruthenischen Städten und als Jerusalem vom Osten bezeichnet. Vom Osten entfällt weg. Ja, also hier ist Ukraine, das Land, das ist dann die Stadt, dann vertue sie nach, du. Fläche 839 Quadratkilometer, Einwohner 2,8 Millionen. Geschichte. Das Kapitel ist nach Eidel oder unvollständig, also Alexandre. Kuckeswertes, Käfer Hiele Kloster, Sophie Kathedral, Käfer Möschels. Kirch, Andreas Kirch, Wladimir Kathedral, Krzyszatyk Boulevard, Bad Kiewczyna Malti, Myszelskirch zu Kiew. Wow, schön. Da gibt viele Kirche. Moje Roberto, moje Michel. Super. Dann haben wir noch Ökonomie und Infrastruktur. Kiew als wirtschaftliches Zentrum, Stahlindustrie, Maschinenbau, Fliegerbau, Chemieindustrie etc. Und Zählungspunkt, Point d'Attraction für den Tourismus. An Odessa, das ist eine Hafenstadt von der Ukraine um Schwarze Meer. Kultureller Mittelpunkt vom Land. Wenn es viele Kirchen und Klöster, Klöster ist der Plural von Kloster, Monaster. Als eine Bedeutung für die orthodoxe Christen gibt es Kiew zander dem Mittelalter als Jerusalem vom Osten bezeichnet heißt auch hier. Konsidere. Die ukrainische Hauptstadt ist aber auch für Zug- und Fluchtlinien eng von den wichtigsten Verkehrsdrehscheiben. Ein Drehscheibe ist in Plaque Tournante. Verkehrsdrehscheiben. Von Osteuropa an hört ein Hafen um Dnepr. Die Ukrainer sind nicht ganz froh mit der Ukraine. Sie hu gern, dass den ohne Artikel seht. Also. Sarah schreibt, entschuldigt mein Retard, ich muss mein Artikel aufgehen, nicht ausgehen. Schon missen. Habe. Was heißt hab? No longer listless. Voilà. Klappt alles mit dem Ton, ja. Dann haben wir auch noch bekannt
Kiefer, 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 Kiefer. Der Michael Bulgakov. Anhei. Wow. Da 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 Mila Jovovich. Mila Jovovich. US-amerikanische Schauspielerin. Ah, sie hat die ukrainische Nationalität nicht mehr. Igor Sikorsky. Ein Ingenieur. Ah, er hat den ersten Helikopter gebaut. Modernen Helikopter. Und Golda Meir, eine israelische Politikerin. Voilà. Ein Drehscheif. Drehscheif. Plaque tournante, centre, lieu d'échange, en anglais, a hub. Ah, je ne veux pas compte. Merci, no longer listless. Center for Transshipment, for Transport, for Commerce. Ein Hub. Je ne compte. Voilà, das war also ein Artikel über Kiew. Golda Meir, Sarah, kennst du? Engdrehscheife, ja, das weiblich. Dann ein bisschen etwas über die Ukraine. Gisèle Schwes haut aus der 14. Juli an haut aus National Feiertag auf Frankreich. Me et tut kema dat gesot an haut das bisschen zu spät dafür konstant mir immer Zeit präparieren. Entschuldigt an all de Franzosen wunderschöne glücklichen National Feiertag. Ukraine. Ukraine, also auch mit Artikel, Ukraine, als eine Republik an Osteuropa, die zwischen Moldawien, Rumänien, Ungarn, der Slowakei, Slowakei hört doch, Polen, Weißrussland, an Russland leid. Das sind so Fändeln, okay. Yes. Ja. Wow, lauter Fändeln. Ungarn, Slowakei, Polen, Weißrussland, Russland. Am Süden geht es vom Schwarzen Meer begrenzt. Das Schwarze Meer. Also Meer zwischen Europa und Kleinasien. Die Ukraine, aus, was den Fläche angeht, was die Superficie betrifft, nur Russland, das zweitgrößte Land von Europa. Auch Brüder Klitschko. Oh. Klitschko, super. Klitschko. An der Fußballspieler Schewtschenko sind aus Kiew. Liam schreibt, sie mir persona non grata a Frankreich. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ja, hau das Nationalfeiertag. Merci, Giselle. Hat vielleicht immer Kind de Göschter so. Das ist aber nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Also die Ukraine, als was den Fläche angeht, nur Russland, der zweitgrößte Land von Europa. Das Land ist seit 1991 schon um Kollaps von der Sowjetunion. Ah, es existiert plus. Ein État indépendant. Boah, guck dir das mal an. Das ist riesengroß. An Alexandre, du hast decidiert, na, ich will lieber ob Lützburg wohnen gehen. Du hast viel Coronavirus und die Leute sterben all. Also fliehen ich express ob Lützburg. Der Liam schreibt, Alexandre, ich kenne den de Schewtschenko. Der kleine Kerl Putin hat gräst, der Apostroph gräst, von Ukraine ein bisschen reduziert. Ah ja.
Ja, die sind Noperen. Dann haben wir Politik, rezente Entwicklungen, Administration, Literatur zum Thema um Sparwerk, Referenzen und Noten. Und ich muss sagen, das sind ziemlich komplett weiß ich nicht, aber für einen großen Artikel über die Ukraine und über die Geschichte. Viktor Janukowitsch. Also. Der Viktor Schuschenko. Eis-Ukraine, ist sein Partner. Und Julia. Ah ja, das war hart. Oh. Julia Timoschenko. Du hast. Was ist mit dir geschieht? Was ist mit dir geschieht? Oder was ist denn geschieht? Ich weiß nicht mehr was. Something happened. Sie war Premierministerin. Sie hatte mal die Flottfrisuren. Kumulhai. If I could read your mind now. Love is in the air. Ah, das war noch Zeit, ne? War das schon mit Matthias geschieht? Ich geh mal an den Deutschen gucken. Du hast etwas Matthias geschieht. Ah, sie war am Prison. Da ging ich sehr immer raus. An die Ukraine guckt schon Artikel nach sehr fertig, ja, die verschiedenen politischen Geschichten. Oh, Kumulhai, Vatschei Kleda, folkloristische Chor aus der Oblast Ternopil, Ukraine. All Literatur zum Thema. Bekannt ukrainisch steht Jalta, Tschernobyl. Aus Tschernobyl ein ukrainischer Staat. Odessa, und du hast einen gelöscht von den ukrainischen steht. Ich klicke mal. Shit dann. Top 4 feiert sich nur Avona zählen. Vertieft das Oblast. Voilà. Das fand er also alles über die Ukraine, Kiew, am letztenbeischen Wikipedia. An Alexandre, was Sachen fehlen. Du kannst sie ja dabei setzen. Ja, da das Schwert schreibt denn Liam. Eise Jean-Claude, richtig. So ein Orange an der Ukraine? Wir können schreiben, Humusen an Humissen. Schon dat müssen machen. Schon dat müssen machen. Normalerweise also schon dat müssen machen. Ich gehe mal gucken an den LOD. Ah, was man dafür muss. Tabelle. Missen am müssen, die zwei. Ja, Tschernobyl, also lo, ein Touristenstaat für ergreifend Emotionen. ja, das bei der Grenze mit Weißrussland. Okay. Bon, das war ein Hünschner am Google Font Famous Ukrainians Mila Jovovich. Superstar. Julia as Ice Iron Lady, leider ganz populistisch. Bon, dann haben wir das gemacht und dann habe ich euch für heute einen kleinen Audio-Exerzis präpariert. Aber den ist nicht einfach. Das ist ein bisschen ernst. Ich war heute den ganzen Tag von 9 Uhr bis 16 Uhr an einer Formation um INL, IFEN. Und da haben wir über Flipped Classrooms geschwat, Blended Learning und so. Und du war auch ein Exerzist dabei, den hat mir ganz gut gefallen. Und schon probiert, ein Exerzist von mir ein bisschen um den neuen Exerzist anzupassen. Und das sieht los so aus, he? Keine Panik, ich bin da für dich zu helfen.
Wenn es nicht klappt, dann so, dann mach ma das nicht mehr oder das ist nicht schlimm. Kein Drama. Also, das ist ein Audio-Exercice aus dem geringen Buch, den Gisela uns angetippt hat. Vielmals merci. Auch eine schöne Low op Learning Apps gesagt. Ah, da muss ich ja. Ich mache mich mal kurz wasch. So. Audio-Exercice Nummer 3, geringes Buch. Füllt den Text von der Schrift aus. Bis dahin ist alles ganz normal. Der Präsident hat den Präsident auf der Tele gemacht. Okay, Lea. Dann sind zwei Texte. Der eine ist A, Gespräch Nummer 1. Und das ist ein Gespräch zwischen einer Nopisch, einem Pop und einer Mom. Und die muss du alle guten die Küste neu ausfüllen. Hahaha. Das geht nicht einfach. Also, schreibt das Ball wie ein Diktat. It's almost like if you have to write down what I say, what you hear. Meng da, dat kann klappen. Ich schu besser Olga wie Julia. Ich schu lieber Olga wie Julia. Gebet eng Orange Party an der Ukraine. An ein Geschicht mit Vergiftung. Alexander schreibt, James Bond Girl Olga Kurilenko aus auch aus der Ukraine. Ein James Bond Girl. Super. Schulever. Ja, also der könnte an nächste ausfüllen, der muss lo gut no lauschen. Ne? Schöllefen, ich probiere. Ich hoffe, dass das nächste ist, klappt. Füllt den Lückentext von Schrift aus. Also das Gespräch Nummer 1. Der teilt hier ab. Bei 7 hier der ab. Da lauscht mal, ich meine Kamera wäsch. Er schreibt einfach den Text. Schreibt den Text. Oder die Wörter, die dir hört, schreibt es einfach. Schreibt, schreibt. Das ist wichtig. Bisschen interaktiv. An der Mann ist schei, mein Ton ist wäsch. Sie da rum. Wie war dann der Vakanz? Ma gut, schon gut gehst, schon gut Wein getrunken, dann ist schon viel geschlafen. Schon mich richtig erholen. Ja, du, Joss. Bei ich schon 14, die ich nicht gehst. Gehst war mehr schlimm wie an der Kantin. A getrunken ist auch nicht. Die Preise, das kannst du dir nicht vorstellen. Und überall kam mir die. Ich habe kein Erzeuge mehr. Ist sie froh, dass wir im Heim sind. Sie da rum. Wie war dann der Vakanz? Ma gut, schon gut gehst, schon gut Wein getrunken, dann ist schon viel geschlafen. Schon mich richtig erholen. Ja, du, Joss. Bei ich schon 14, die ich nicht gehst. Gehst war mehr schlimm wie an der Kantin. A getrunken ist auch nicht. Die Preise, das kannst du dir nicht vorstellen. Und überall kam mir die. Ich habe kein Erzeuge mehr. Ist sie froh, dass wir im Heim sind. Haha, das war nicht einfach, hä? Wow, das ist ein Exercice für Katja. Sarah schreibt: Bernard Pivot oder Jérôme Lüling, la Dictée. Was hat die Matteo über Diktat gesagt, Liam? Ich weiß es nicht mehr. No longer listless, ne nach kein klarer Antwort, schreibt Alexandre. Katja, ah! Wow. Katja schreibt, ah, seht ihr, wie war es, da fehlt ein bisschen. Erst war mich schlimm wie an der Kantine, ich sie froh, um heim zu sehen, ich habe mich richtig erholt, ich feiert stich nicht gehst. Bravo, Katja, bald alles. Ja, no longer listless schreibt an überall Comedy. Ja, das ist Comedy.
Katja sieht, das ist nicht kompliziert, aber ich kann nicht so sehr schreiben. Ja, da musst du verhalen. Wie war geckisch, Lea? Ja, und Alexandre doch ein paar Sachen geschrieben. Merci, die wo mitmachen. Also, da gucken wir mal. Also, hat fängt an, er sieht, do. We just say ah. Und du hatte man sit dir erum. Are you back again? Und da sit den anderen. Anni, sie fred noch. Sie fred nopisch wei war et an der Vakanz. Wie war dann der Vakanz? Ja, Liam. Matteo, hier war kompliziert. Also. Schlimm, da kam mir die heben. Ja, Michel. Also ein bisschen zu sehr gegangen. Und dann der Pop, was seht ihr? Ma, gut. Ich, hu, gut. Gies. Ich, hu, gute Wei, ja, das war die Chance. Ich, gute Wei, gedrunk. An, ich, hu, ah, das weiß ich noch nicht mehr. Viel geschlafen. Viel geschlafen oder allein geschlafen? Wie weiß das? Diktat. Schön Diktat. Das ist sächlich. Ein schön Diktat. Ja, ich weiß noch nicht mehr. Du bei viel, also ist schon lang geschlafen oder schon viel geschlafen? Ich weiß nicht mehr. Und dann ich, hu, mich gut, ich habe mich richtig erhol. Ja. Das ist der nächste Teil von meinem Exercice. Was hält er davon? Ne? Das tut mich mega viel Arbeit gekostet, für das so mit Lückentext zu machen. Danke, Text hat auch mal gut, beaucoup de temps. C'est pas difficile, mais c'est, ça prend énormément de temps. Fand ihr das gut? Fand ihr das nicht gut? Ist das zu schwer? Muss ich dreimal laufen lassen? Dreimal lauschen? Oder so, dann nee, komm, lass das da sein. Let it be, das ist nicht gut. Ermeinung ist wichtig. Sarah meint viel. Ist schon viel geschlafen. Okay, da los mal. Wir können noch, mein Mann hat nur alles zusammen. Ne? Okay. Wir können noch los schon das Resultat gucken. Ja, wir gucken alles zusammen. Dann, lo schwätzt Mom. Ne? Und die sagt, ja, du Joss. Ja, das für den Pop. Das ist der Joss. Ja, du Joss. Jo, 14 D schneicht Gies. Wie ich bei diesem Abschnitt war, da hatte ich es genug mit all den Kosten und nicht den allen Trick gemacht. Ja, aber du dabei 2 geschrieben? No longer listless. As ma, das selbe ist wie me. Nee. Ma. Das coming soon. Non, penses du? Och. Sert à moduler l'expressivité d'un énoncé. M'adore. Eh ben si. Coming soon. Well, yes. And me, that is but. Butterfly. My butterfly. But, however, me. Ich habe mein Exercice. Wo war denn noch? Da. So.
Alexandre, ich muss gehen, bis morgen. Merci Alexandre für den Besuch. Schöne Grüße von Kiew. Bis nächstes Mal. Michel schreibt, ich kann mich erinnern, dass das ein Tape, eine Audiodatei von 24 Jahren. Ja, das ist dem Grünen Buch. It's from the Green Book. Lützburg für all das. Also, du bist Lützburg, du war da doch schon dran. Das ist möglich. Und dann den zwei. Diese war mehr schlimm, wie an der Kantin. Hat ihn das geschrieben? Ja, Michael hat das geschrieben. An a gedrunk. Hun ich auch nicht. Ich hun auch nicht gedrunk. Sarah schreibt, merci Jérôme, dein Exerzis ist ganz gut, aber wir können nicht alles schreiben. Wir verstehen alles, aber für zu schreiben, das ist nicht evident. Der Tisch geht zu sehr. It's too fast. Feier, die Preise, das kannst du dir nicht vorstellen. An überall Comedy. Ich habe kein Auge gemacht. I didn't close an eye. J'ai pas fermé un œil. Ich bin froh, dass wir 14 oder heim sind. Ich bin froh, dass wir heim sind. Ja. Ja. Für was die dote Syntax, Liam? Das ist eben so. Wir können auch einen Satz mit an aufhängen. And getrunken ist nicht. Sorry. I am sorry. Ja, too fast. Zu sehr. Okay, da wisst ihr das nächste Mal, ja. Bon, da gucken wir nach ein Mal, lauschen wir nach ein Mal, und ist alles ausgefüllt. Da geht er aus. Ah, sieh da rum. Wie war denn der Vakanz? Ma gut, schon gut gehst, schon gut Wein getrunken und schon viel geschlafen. Schon mich richtig erholt. Ja, du, Joss. Bei ich schon 14 Tage nicht gehst. Gehst war mehr schlimm wie an der Kantin. Aber getrunken ich auch nicht. Die Preise, das kannst du dir nicht vorstellen. Und überall Comedy. Ich habe kein Erzeug mehr. Ich bin froh, dass wir im Heim sind. Ja, und hier ist mir auch aufgefallen, Kantin. Schmengen, das geht nicht so geschrieben. Schmengen, das geht nur zwei N. Ja. Nee, man denkt man. Kantin. Ja, das ist ja nicht betont. Kantinen, du hast betont. Excellent. So. Das war dann den ersten. Ja, Liam, ich schon Ding froh verstanden. Für war das der Prinzip ab der ersten Platz? Und ich kann das noch nicht an einem Exposé erklären. Ich so just, dass die Turnier auch möglich ist. Wenn du den Satz mit an aufhängst und dann an ist schon noch nicht getrunken oder ah, getrunken ist auch nicht. Very, very flexible. Dann, Gespräch Nummer 2, das ist mir einfach. Da hat er zwei Personen, Carmen und Josette. Und die erzählen ein bisschen, was sie so gemacht haben. Carmen und Josette. Und da lauschen wir. Für dich könnt ihr eigentlich den ersten Gespräch und dann noch der zweite. Und dann könnt ihr, wenn ich dann auch dabei schreiben, 8, 9, all die Wörter, die fehlen, könnt ihr da, wenn ich dabei schreiben. Gespräch Nummer 2. Ah, sieh da rum. Wie war dann der Vakanz? Na gut, schon gut gehen, schon gut Wein getrunken, dann ist schon viel geschlafen. Schon ist richtig erholt. Ja, du, Joss. Ich schon 14 Tage nicht gehst. Gehst du aber mehr schlimm wie an der Kante. Aber getrunken ist auch nicht. Die Preise, das kannst du dir nicht vorstellen. Und überall Comedy. Ich habe kein Erzeug mehr. Ich bin froh, dass wir im Heim sind.
Josette, merci, dass du mich sicher kennst. Das gern geschieht. Moje Josette, merci, dass du mich sicher kennst. Das gern geschieht. Und wie wäre dann der Vakanz? Immens! Die Wieder wär schön und der Notel wär gut. Aha, ist das alles? Oh nee, ich hab den nächsten Abend ein flott Disco gefunden. Wir sind alle oben drin tanzen gegangen. An? Oh, ich hab so lieben Jung kennengelernt. Wir wären die ganze Zeit zusammen. Nächstes Jahr sind wir unserem. Moje Josette, merci, dass du mich sicher kennst. Das gern geschieht. Und wie wäre dann der Vakanz? Immens! Die Wieder wär schön und der Notel wär gut. Aha, ist das alles? Oh nee, ich hab den nächsten Abend ein flott Disco gefunden. Wir sind alle oben drin tanzen gegangen. An? Oh, ich hab so lieben Jung kennengelernt. Wir wären die ganze Zeit zusammen. Nächstes Jahr sind wir unserem. Hallo, geht es nicht? Ist der Ton okay? So schnell ein Kehr. Mal heben Sie. Moje Josette, merci, dass du mich sicher kennst. Das gern geschieht. Und wie wäre dann der Vakanz? Immens! Die Wieder wär schön und der Notel wär gut. Aha, ist das alles? Oh nein, ich hab den nächsten Abend ein flott Disco gefunden. Wir sind alle oben drin tanzen gegangen. An? Oh, ich hab so lieben Jung kennengelernt. Wir wären die ganze Zeit zusammen. Nächstes Jahr sind wir unserem. Voilà, kleine Fehler, sorry. Wir schmecken nur den Text aber formulieren, dann müssen wir gehen. Ja, lo wäre es besser, merci. Maja, also, was schreibt er dabei? 8. Moja Josette, merci, dat. Was könnt du hin? Ning, du hast dir geschrieben, Josette, et as ger geschit, ja. Wie war het an der Vakanz? Immens. Wenn du nach etwas geschrieben beim 12, no longer listless. Oh nein, schon den nächsten. Nee, schon den ersten. The first. Den ersten Abend. Ein Flottisco. Und wie hat dann nachher etwas geschrieben? 16. Wir waren die ganze Zeit zusammen. Ja. No longer listless. 8 als ein S. Ja, den interkalierten S oder den isolierten S. Den Ning. Ning. Das gern geschieht, ja. 15. Oh, schon so ein Leben. Jung, du kennengelernt, ja. Ja, Michel hat keine Nummer dabei geschrieben. Da kann ich nicht ausfüllen. Aber du hast aber bald all. Olga schreibt Zing, Wieder war schön. Okay. Also, fällt er schnell mir an? Elf, 13, 17. Nee, will keiner etwas schreiben. Traut käsisch.
Elef, aha, ist das alles, ja? Ja, Olga ist richtig, das soll man nicht. Mir so ein Dolga hat recht oder da das richtig, Komma, Olga. Dann Nummer 38. Wir schreiben das bei 13 und wir schreiben das bei 17. 13, ich sind all oben durchgegangen. Ja, Liam und Olga, all, merci. Und dann bleibt nach der 17. Was schreibe ich bei der 17? Sarah, next year. So. Ah, lauscht mal nach, Enke, ja. Alle, ich habe bloß den Text. Ger geschieht, dass der passiert, wird der Waschein. Adjektiv steht rechts, keine Endung, ist das alles, okay. Den ersten oben, Adjektiv steht links, oben das männlich. Schon so ein Leben, Jung, Leben, entfällt der Wasch, wenn es dem Jod. Die ganze Zeit, weiblich, nächstes Jahr, sächlich. Da können lo, erlaubst du mal nach für dich, denke, ja, ob es stimmt. Dolga hat recht gehabt, nicht gehut. Dolga hat recht gehabt, ja. Da lässt man nach Enke. Moje Josette, merci, dass du mich sicher kennst. Das geht geschieht. Und wie war dann der Vakanz? Immens! Die Wetter war schön und das Hotel war gut. Aha, ist das alles? Oh nein! Ich habe den nächsten Abend ein flott Disco fand. Wir sind alle oben drin tanzen gegangen. Und? Oh, ich habe so lieb jung kennengelernt. Wir waren die ganze Zeit zusammen. Nächstes Jahr sind wir uns rum. Also den Text und lo gucken wir, ob alles richtig ausgefüllt ist. Also das sind extra aus dem Buch Lützebüsch für all das, das klingt Lektionen 9 bis 16, was lo am September ersetzt geht. Und dann mensch nach mir klang, und nach mir klang, und nach mir klang, und nach mir klang. So lo wir alles zusammen und dann denken ich ob den blaue Knäppchen hier jetzt, ja, für zu gucken, ob auch alles richtig ist. 1, 2, 3. Yeah! Fantastisch! Alles richtig! Awe Fritz dann richtig, die ganze Bananenfamilie! Sie machen Party! Trotz dem Corona! Ja, das geht nicht so einfach. Das hat er ganz gut gemacht. Vielmals merci. Mal ein bisschen nicht, da. Hör den eng froh für den Exerzis? Nee. Der hat alles verstanden. Wunderbar. Merci, Olga. Das hast du ganz gut gemacht. Der fand den Exerzis natürlich auch auf exerzis.lu. Da könnt ihr so DAX spielen, wie ihr wollt. Tipptopp. Bon, dann kommen wir bei der letzten Drittelhaut vom Chor. Zurück auf Kiew. Und dann kommen wir bei die ganz katastrophalen Novellen heute zu Lützeburg. Was ist geschieht? Die saarländische Medien melden, Saarland. 14 Tage Quarantäne, wenn ihn aus Lützburg an Saarland arrest. Oh mei. Also, wenn ich nur will an Saarland gehen, dann muss ich 14 Tage an Quarantäne arresen. Reisen als Voyager. An arresen, c'est Voyager vers l'intérieur. Travel inside. Und dann nur mal heute Quart. Und du siehst da hei auf der riesengroßen Karte.
Hi, als der auch vom als das vom Mann von dem super mega seriösen Robert Koch Institut. Was gesehen er da? Null und dann hellgel und dann gel, orange, braun, rot. An wo as rot? Letzebuerg. Mailand as rot. Ah, Katastrophe. Ah, es wird alles neist gedingt. All die ganze Zeit, wo ich heim lang war, Videochatten mit der ich durfte machen, an all meinen Masken, an ich bin 3 Monate nicht bei der Koffer gegangen, ich bin in kein Restaurant gegangen, ich bin die ganze Zeit daheim geblieben, überall Masken. Guck dir das an! Rot! Rot! Ah. Katastrophe. Lützburg ist rot, ja. Saarland, Liam weiß nicht, was Saarland ist. Ja, das ist natürlich nicht gut, dann Liam nicht weiß, was Saarland ist. Eugenia, moin Eugenia, merci für den Besuch. Hi, Saarlanders, hi, das ist direkt die Gegend neben Lützburg, das ist Saarland. Lützburg ist also die Hauptstadt von Europa, der Hotspot, der Corona-Hotspot. Andere Länder verstehen es nicht, ja. They don't get us. Was soll ich sagen? So gut Schweden. Schweden ist nicht rot. Even Sweden isn't red. Nicht von der Quarantänepflicht betroffen sollen Frontalien oder Personen sein, die für medizinische Rendezvous an der Grand Duché fahren müssen. Ah, also wenn da ein Doktor oder eine Krankenschwester oder für medizinische Rendezvous muss da plötzlich kommen. Ah, nee, nee, nee. Also, wenn der Rendezvous zu Lützburg hat, dann könnt ihr kommen. Für medizinische Rendezvous. Die anderen Leute, die aus Lützburg und Saarland anreisen, müssen für 14 Tage Quarantäne. Wenn ich will an Saarland reisen, dann muss ich 14 Tage in Quarantäne. Da tut der Sprecher von der saarländischen Landesregierung, den Alexander Zeyer, gesagt, schreibt der saarländische Rundfunk. Lützburg als Risikogebiet. Olga, das ist schrecklich, ich weiß. Wir haben all viel Erfahrung gemacht, wir sind einfach rot. I'm so scared, Eugenia, oh freck, ja. Den Testing ist zu gut, schreibt no longer listless. Sarah schreibt, sorry, ich bin dumm, für was? Für was tust recht, wir sind rot. Der Robert-Koch-Institut hat der Grand Duché in Dünnstich ob die Liste von der Corona-Risikoregionen gesagt. That's it. Den deutschen Außenminister Heiko Maas hat dem Jean Asselborn das schon am Montag annonciert. In Dünnstich hat er sich konfirmiert, auch weil Lützburg an den letzten Tagen immer rum darauf hingewiesen hat, dass bei uns viel getestet wird. Ja, we're testing, testing, testing. Ob einer Karte in die Inzidenz von den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner von Lützburg an anderen EU-Member-Staaten angewiesen. Nie auf diese Länder gehen auch Schengen-assoziierte Staaten, Großbritannien und Nordirland, hei abgelöscht. Von diesen Ländern aus Lützburg steht ähnlich mit über 50 Fällen pro 100.000 Residenten. Nous sommes le seul pays avec 50 cas par 100 000 Residenten. Durant cette dernière jour, bannend in den letzten 7 Tagen. Er schneit damit am schlechtesten auf. Ah, Katastrophe. Nous sommes les plus mauvais. We are the baddest one. Ah, Mama, Mama, Mama. Vom Top to Flop. Top. Flop. Game over.
Am besten kommen Deutschland, Holland, Irland, Finnland, Dänemark, Italien, Ungarn, Slowakei, Litauen, Lettland, Estland und Griechenland wärst mit 0 bis 5 Fälle pro 100.000 Einwohner an demselben Zeitraum. Als französischer Bellschnuppere leihe bei einem Schnitt zwischen 5 und 10 Infektionen auf dieselben Einwohner zugeguckt. Zwischen 25 und 50 Fälle melden Portugal als Das ist Lützeburg. Das ist Deutschland. Residenten an Frontalien unter den Neuinfektionen zu Lützeburg. Der Robert-Koch-Institut schreibt, dass Richtlinien bei 50 Fällen pro 100.000 Residenten wären. Hier ist aber zu bemerken, dass bei den Zöllen von Lützeburg sowohl Residenten wie auch Frontalien, die infiziert sind, mit aberrechend gehen. On reprend dans le calcul les frontaliers et les résidents. We take, yeah, we are the bad, not the worst. We were the worst. Ja, Sarah schreibt, Eugenia schreibt, nee, du warst gar nicht dumm. Wir machen den Testing für Nopeschlenner, schreibt Elia. So, ein Katastrophe. Das Approche gibt Zölle für die Grandische zwar verfälschen, so it falsifies the facts, mehr mischt just rund 10% von den Neuinfektionen aus, so die Gesundheitsminister Paulette Lehner de Freitag auf der Pressekonferenz. Ah. Also auch wenn in Frontal jemand abrechnet, dann nur aber nach einer Explosion heute zu Lützeburg vom Coronavirus. Kommen ist Grenzkontrolle. Es wäre aber so, dass in Deutschland eins schon allein 12 von den positiven Fällen zählt. Es hätte keine Werte zu lamentieren, meinte Jean Hasselborn. Es gäbe oder im Skon eine neue Fermetür von den Grenzen zu verhindern. We have to stop another. Ich weiß nicht, ich habe es. Another eine Fermetür. Ein anderes Zoo machen. Ein Buch, ein Schnall, ein Ja, das ist aber auch kein Buckle. We have to prevent another of the borders. That they don't, they cannot close again the borders. Ils peuvent pas à nouveau fermer les frontières. Ja, also mir fällt lo nicht an für das Wort Fermetür. Was hat denn da gesagt? Eine neue Fermetür, ja. Nicht einfach das Französische Wort geholt. also, prevent. Die Landesregierung von Saarland und Rheinland-Pfalz sind aber aktuell und trotz neuen Infektionszöllen dagegen, dass nächste Grenzkontrolle mit Lützeburg gemacht wird. Donc, ich will kommen ein paar faire à nouveau die Kontrolle de la frontière. Von der Lützburger Regierung geht ein Appell gemacht, dass die EU, dass EU-weit eng mehr aufgestimmten Approche misst bei den Zöllen gefordert gehen. Ähnlich hat auch den Außenminister Jean Hasselborn sich freitag geäußert. Der Lützburger Außenminister hat rekommandiert, dasselbe zu machen wie an der Belge. Let's do it like in Belgium. Da sehen die Leute, seht, ihr müsst euch in Dispositionen halten, die an Deutschland gehören, selbstverständlich auch in Dispositionen halten, die zu Lützeburg gehören. Das ist einmal ein Punkt, Menge stehen als evident. Mir von Bundesland zu Bundesland sind die Umsetzungen von den Dispositionen, die ihr Land hört, wenn ein Nopeschland als Risikoland angestuft wird. Bon, da muss ich gucken, was da rauskommt. So, we have to wait and see und warten. Ich kann euch aber direkt sagen, dass auch die Länder nicht auf den Weg von einer Quarantäne wollen gehen für Leute, die an Deutschland kommen. Donc die Bundesländer, c'est parti en Allemagne, ils veulent pas faire la quarantaine pour les Luxembourgeois qui vont en Allemagne. Und ich muss verstehen. Was soll man so, wir sind einfach katastrophal. Den Außenminister redet aber, sich schüsse an Deutschland zu deplacieren, wenn es unbedingt nötig ist. Sagen sie vor, imperativ mal in Allemagne, sinon restet chez vous. Wir müssen nicht legal, weil, coûte que coûte, on doit à nouveau contrôler ces nombres. Wir müssen nicht legal, weil, als Zöllen an den Griff kriegen.
Und dann das letzte Gesundheitsminister, die reagiert doch. Die war heute beim Präsident Macron auf Paris invitiert. Grenzen zu machen als Assist-Staat kein Thema. Wir sind nur den objektiven Kriterien, die nun mal das Robert-Koch-Institut hat, an der rote Klassement herangerutscht. Und ich glisse, we slide into the red zone. Das kann ich Ihnen auch nicht falsch machen. Sie applizieren das auch intern bei sich, obwohl sie intern verschiedene Teststrategien haben. Was wichtig ist, aber was wir immer nicht unterstreichen, ist, dass wir, und das möchte Lützburg aus, einen relativ großen Teil von Nicht-Residenten mit testen. Das ist etwas, wo wir froh wären, wenn dem gegen Verrechnung gedroht gehen. So please don't forget that we also test a lot of people who don't Nicht-Residenten, who don't live here, who just come to work here. So, also, und da geht das so weiter. Wir gucken das riesig groß, ich lese aber noch nicht nach mehr. Und dann, ja, das ist dann am meisten gelesen, ganz offen. Und da sind dann noch mega, 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 mega viele Kommentare. Voilà. Könnt ihr euch auch gucken, hier in rtl.lu-Artikel. Situation ist am Moment, wie sie ist. Und das ist nicht gut, heute zu Lützburg. Wir haben Probleme. We have a problem. Houston, we have a major problem. Ja, und dann ist zu Rümmeling auch noch ein 61-jähriger Fußgänger gestorben, nur einer Kollision von zwei Gefährern. Nimmer schlechte Novelle. Größte Probleme auch bei der Luxair. Tourismus, Katastrophe. An der französischen Nationalfeiertag, Hommage au Corona-Helden. Ja. Bon, ich ging ja gerne etwas Positives zählen, aber da gibt es nicht viel Positives zu zählen. Closure, merci. To avoid another closing of the borders, merci. Das ist deprimant, ja, schreibt Eugenia. Aber wir haben Statistics-BA mit anderen Ländern, schreibt Sarah. No longer listless. Soon with the Schengen-Agreement in practical terms shredded, ignored, the Brexiters will want to get back into the EU. Ah. Houston. Aber sie, Non-Residents repräsentieren 10%. Ja. So nicht verstanden. Das ist das aber immer noch viel zu viel. Schrecklich viel. Viel zu viel. Way too many. What happened? Was schreibt Konkurrenz? Wort.lu? Ja, das ist auf Deutsch. Ja, das ist natürlich auch für die ein Megathema. Deutschland, Luxemburger müssen bei Einreise in Quarantäne. Also, wenn wir an Deutschland gehen, müssen wir in Quarantäne. Und so weiter. 100 Neuinfektionen haut. 100. Ein zweit Corona-Well. Die Alarmsignale gehen immer mehr. Und das ist auch noch zu Rümmeling. Und das ist eben mit der Luxair. Das ist Cargo Lux. Ja. Ah, nicht mehr schlecht, nur Welle. Ah. Ja, Houston als Houston Railway Station in London. Okay. Houston, 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 we have a problem. Bon, leif Leute. Das war mein alles, was ich heute wollte weisen, war das dat? Nee. Coronavirus, ja. Boah, mein Gesinn ist ja hoffentlich mehr. Mehr als Mittwoch. Auch um 21 Uhr schaffen das dann besser Novellen, ne?
Der fand mein Exercice auf exercice.lu und natürlich auch grammar.lu für ein bisschen Grammar-Theorie zu gucken. No longer listless Houston, Texas, Apollo Space Control. Richtig. Und gern geschieht, Liam. Gern geschieht all denen, die nur gucken. Pass auf ihr Job. Ich hoffe, dass wir schon bessere Zeiten kriegen. Ich verstehe das alles nicht. Es sind ganz viele Leute bei mir, die haben immens Erfahrungen gemacht, immens gut aufgepasst. Aber ich geht durch. War das genie geschieht, ich weiß es nicht. Aber alles zu hören, die gehen so an die Luft. Ja, gern geschieht, Olga. Merci für den Besuch. Merci, Katja. Hast du kein neues Foto auf der Homepage gesehen? Weißt du, nächstes Mal, okay? Ava Lilia, Ava le Guten, schönen Abend Giselle. Ich so nicht alle, aber vielmals merci, wie immer. Ava.